Ja, Olaf, jetzt hast du dich zumindest entschuldigt. Nee, das ist ja schon mal was. Das hätte aber schon viel eher kommen können. Ne? Und jetzt diese ganzen Sprüche, die du da loslässt, sind überflüssig wie ein Kropf. Diese G20-Treffen, was hat das denn gebracht? Warte doch mal, jetzt mal, ob was umgesetzt wird. Das wird überhaupt nicht umgesetzt. Wir kennen doch die Leute wie Putin und Trump. Das wird überhaupt nicht umgesetzt. Das ist überflüssig wie ein Kropf. Und das Ding hat 300 Millionen gekostet, hier, die ganze Scheiße hier in Hamburg. Und die ganzen von den Schieden noch gar nicht zu sprechen. So, Jungs und Mädchen oder ihr Hamburger, ich will euch mal ein Beispiel nennen. Ich weiß noch, vor Jahren wurde mal diskutiert über ein Dach für das Kinderhospiz Sternbrücke. Da waren keine 30.000 Euro hier bei den anderen, bei Olaf in der Kasse. Nee, so sieht das aus, aber 300 Millionen für diesen Mist rausreißen, das ist so typisch wie der Olaf Scholz und die Regierung Merkel, ne? Also, aber für das Kinderhospiz war keine Merkel da, da musste man sammeln. Also mich kotzt die ganze Politik an, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt mich verurteilen, der kriegt meine Stimme nicht, überhaupt nicht. Also wer den wählt, hat selber Schuld. Alles klar, tschüssi. Ich wünsche euch noch einen schönen arbeitsreichen Tag, ne? Dass ich meine Rente auch kriege. Alles klar, tschüssi.